Der weltweit gefragte Bluesmusiker Hans Tesing gastierte mit den gefühlvollen Tastenvirtuosen Roland Guckenbichler und drei Sängern aus Afrika auf der CU-Seebühne in Neumarkt an der Ybbs. Unsere Seebühne ist sicherlich einzigartig hier in der Region. Das besondere Ambiente, die Bühne direkt am See. Also das heißt, wir haben ein Plateau mitten im See errichtet und eine Sitzarena in die Landschaft hineingebettet. Auf das Plateau im See wird eine fahrbare Bühne gestellt, auf der dann unsere Künstler entsprechend auftreten. Was uns auszeichnet, ist das, dass wir doch noch ein kleinerer Anbieter sind und unser Publikum bzw. unsere Gäste das schätzen, dass sie hier sehr nah an den Künstlern sind bzw. auch das besondere Ambiente, das besondere Flair hier am Abend einfach am See zu verweilen, ein bisschen zu chillen. When I wake up in the morning, feel the sunshine in your face. Move your body closer, I can feel your sweet embrace. I love you, baby. Tell the world I do. I've been around the world, never found another girl like you. Warum kommen Sie hier zur Seebühne? Mit der Post das Programm gekriegt von CU. Und habe mir das angeschaut. Ich habe eh schon ein bisschen was versammelt, muss ich gestehen. Weiß nicht warum. Aber jedenfalls, das Programm heuer ist so großartig und da sind so viele Sachen da, die was ich schon lange sehen will. Und ich bin so fröhlich und so froh, dass die alle da herkommen. Weil dann habe ich nicht so weit zum Fahren. Wir haben eine vierte Veranstaltung hier bei uns auf der Seebühne und zwar am 13. August findet unsere zweite Schlagernacht am See statt und zwar mit den Baldauern, mit dem Programm Hautnah. Wer noch Tickets für diese Veranstaltung benötigt, gibt es noch bei jeder Ö-Ticket-Verkaufsstelle bzw. bei uns am Gemeindeamt. Weiters haben wir am 14. August, laden wir recht herzlich ein, gibt es ein Picknick am See für alle Familien, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Nähere Informationen und Anmeldung dazu finden Sie auf der Homepage unserer Marktgemeinde. Und weiters möchte ich auch den Hinweis geben, dass wir Anfang September, am 3. und 4. September, unseren Neumarkter Genussherbst wieder abhalten. Trouble, oh trouble, trouble on my train. Son of a gun's got me on a run. Hold me trouble on my train, trouble. Trouble, oh trouble, trouble on my train. Son of a gun's got me on a run. Hold me trouble on my train. Wir kommen gern nach einem Markt zur Seebühne, wenn wir eine Markter sind, erstens einmal, zweitens einmal, wenn wir das Kulturelle lieben und das dritte Mal, wenn wir kein Auto nichts brauchen, wenn wir von daheim da hergehen können. Das ist der Hauptgrund. Und wenn wir das schöne Ambiente da genießen. Was hat Sie am heutigen Programm angesprochen? Blues, der Musiker, das schöne Wetter und der tolle See.
Wir sind heute in der Seebühne, weil der Hans Tesing spielt. Das ist einmal das Erste, der erste Grund. Das Zweite ist, weil es da so ein tolles, klasses Ambiente ist. Es ist einfach schön. Und ihr wart schon öfters da? Ja, ich glaube schon 4 oder 5 Mal. Und es ist immer wieder ein Erlebnis. Unser Programm findet man auf unserer Homepage der Marktgemeinde Neumarkt an der Ips, beziehungsweise haben wir zwischenzeitlich auch eine eigene Homepage, also unsere Veranstaltungsreihe CU hat eine eigene Homepage. Unter www.cu.at ist das komplette Programm abgebildet. Man findet uns genauso über Ö-Ticket als solches, weil der komplette Kartenverkauf, wie gesagt, über Ö-Ticket stattfindet. Der Konzertabend auf der CU-Seebühne Neumarkt war ein einmaliges Erlebnis mit einer Intensität, die sofort die Funken zum Publikum überspringen ließ.